Sehr geehrte Damen und Herren, heute Abend wurde eine Kamera von Bavarian Sky Pixels geklaut. Als dieser heimkam, war diese spurlos verschwunden. Doch wo ist sie hin? Wer hat sie entführt? Dazu kommt nur eine in Frage, Bavaria Dani. Lasst uns schauen, was passiert ist. Komm nach Hause, schau mal die Tasche. Tasche ist leer. Puh. Irgendjemand hat meine Nikon geklaut. Meine Nikon. Echt jetzt? Jetzt stehe ich gerade auf, 13.30 Uhr, mitten in der Früh, schaue auf den Tisch. Was steht hier? Meine Kamera ist wieder da. So, jetzt hocke ich da und schaue mir die Speicherkarte an. Denke, vielleicht ist ja mit der Kamera irgendein Foto gemacht worden. Guck hier die Speicherkarte rüber. Und was sehe ich? Zirkus Dani. Ah. Ich glaube, ich weiß, wer die Kamera geschnappt hat. Werden wir gar nicht aufklären. Du, Dani, konnte es sein, dass du gestern Geburtstag gehabt hast? Ja, kann es sein, gestern habe ich Geburtstag gehabt. Kann das sein, dass du gestern im Zirkus warst? Ja, ich war gestern im Zirkus. Kann das sein, dass du irgendwas von mir mitgenommen hast, geklaut hast? Ja, kann sein. Mhm. Haben wir schon gedacht. Hier. Und warum klaust du die einfach? Du kennst ja hinten und vorne nicht aus. Was ist ein Belichtungsdreieck? Es ist mir wurscht, was ein Belichtungsdreieck ist. Ja. Ich habe gestern die Kamera geklaut, weil ich gestern Geburtstag gehabt habe und in den super tollen Zirkus gegangen bin. Und dann habe ich mir gedacht, was du kannst, kann ich schon lang. Puh, Frauen und Fotografieren. Ich glaube, das ist was. Da schauen wir jetzt mal nach, was da drauf ist. Und das hat ein Nachspielfräulein, gell? Ja. Na, darf da keiner was tun. Thank you.
So, die Kamera ist wieder da. Die Fotos haben wir uns angeschaut. Ich gebe es so ungern zu, aber so schlecht ist jetzt auch nicht geworden. Ist schon ein bisschen gut geworden. Auf alle Fälle ist mein Nikon wieder da. Nichts für ungut.